Was geht ab, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein neues YouTube-Video und wie immer mit den Weekend League Rewards. Auf jeden Fall, Serie A Tots ist draußen, Weekend League Rewards dazu gibt. Ich habe im Stream, falls ihr im Stream gucken wollt und nicht wisst, weil auf YouTube stream ich nicht mehr, auf Twitch, Link dazu in der Videobeschreibung, haben wir Gold 2 erreicht, auf spontan noch. Und ja, das heißt, pro Player Pick 2 garantierte Serie A Team of the Season, Team of the Seasons Spieler meine ich, Serie A Spieler, ja, die ich mir am besten wünsche, natürlich Ronaldo, Nainggolan, obwohl Nainggolan will ich gar nicht so haben, zwar ist der krass, aber den will ich irgendwie trotzdem nicht haben, ja, Spieler, die ich haben möchte, wie gesagt, Ronaldo, aber natürlich realistische, kriegen, ich sag mal so, safe Handanovic und vielleicht Chesney, beide Torhüter wieder wie bei La Liga. Aber Handanovic, Chesney, Manolas, Smalling, De Vrij, Dumfries, Paulinho und Hernandez würde ich sehr gerne mitnehmen. Ich habe mir sogar, glaube ich, bei Paulinho, kann ich mir, glaube ich, irgendwie 500k oder so sparen dann. Weil ich habe den nicht gekauft, sondern ich habe dann anderen, dann kann ich den verkaufen. So, erstes Player-Pick gehen wir rein und bitte! Okay, wir haben ihn, wir haben schon mal Smalling, aber Van de Beek ist auch richtig krass. Aber er hat nur 3-3, ne? Ja, okay, dann hat sich schon erledigt. Dann hat sich schon erledigt, wenn er nur 3-3 hat. Rechtsfuß ist ein starker. Aber er ist echt gut, muss ich sagen. Aber trotzdem schwach für Gold 2, weil habe ich nur einen hier aus den Rewards. Also aber einen bei der Auswahl. Aber Smalling bin ich auf jeden Fall schon mal zufrieden. Da kann ich mir wenigstens die Coins für den sparen. Ich muss aber gerade ganz kurz abchecken, wie viel Smalling kostet. War das eher einer, den man... Weil ich möchte eine Serie A Tots-Verteidigung bauen, weil die alle so unter 200, so gerade mal eben 100 bis 150k kosten. Da will ich dann Hernandez, De Vrij, Manolas oder Smalling, Manolas, Dumfries auf rechts und im Tor halt Handanovic da kaufen. Dann, bei Testing gebe ich dann irgendwie für eine SPC oder so ab. Warte mal, wen habe ich jetzt nochmal gezogen? Smalling. Kurz mal abchecken hier live. Wie viel Wert ist der? Wie viel Wert? Komm, lad schneller. Der ist wert 122.000. Okay, einer der etwas teureren. So. Let's go, nächstes Pack. Jawohl, Alter. Oh mein Gott, bin ich zufrieden. Oh mein Gott, bin ich zufrieden. Und dann wirklich noch Manolas. Alter, geil. Geil. Habe ich zwei wenigstens von denen, die ich wollte. Jetzt heißt, muss ich mir nur noch Hernandez kaufen, Handanovic kaufen und Dumfries kaufen. Dann habe ich meine Verteidigung komplett. Geil. Habe ich diesmal keinen zum Abgeben. Also die ich nicht abgeben möchte. Und natürlich nach den Weekend League Rewards muss ich aber erst die Packs machen. Aber dann kommt noch dieses Ihre Devise und Dingens Pack. Und dann noch Serie A Tots Pack. Okay, das ist Spanier ZDM, ne? Ich wollte gerade sagen, Werner Havertz wäre wenigstens auf 50k wert gewesen. Ich glaube, Werner sogar ein bisschen mehr. Ja, aber den kann ich... 50k Packs können auch gönnen. Jetzt gleich. Können auch gönnen. Vielleicht kommt da was wirklich raus. Sieht aber nicht so aus im ersten Pack. Und? Na, Kolarov, okay. So, let's go. Letztes 55k Pack. Bitte gib was Gutes. Come on, bitte. Aber vielleicht kriege ich auch noch ein Serie A Tots Pack. Vielleicht Chesney. Würde ich auch mich freuen. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist Walkout. Chile. Ah, nee, das kann gar kein Walkout sein, weil es Vidal ist. Ja. Die Packs haben natürlich gerade nicht so gegönnt, aber immerhin trotzdem haben wir ein paar Spieler gezogen, die ich natürlich sehr, sehr gut gebrauchen kann. So, Eredivisie und CSL Tots Pack ist auf jeden Fall vorbei. Den habe ich ja letzte Woche gezogen in Bundesliga. Den gebe ich da jetzt ein. Und ja, ich habe alles untrade gehabt, bis auf Luis Alberto habe ich für 10k geholt. Und Bernardeschi habe ich für 6,9 geholt. Also sind 16k, die ich dann bezahlt habe hierfür. Ja, 16k das Tots Pack. Easy. Team überprüft. Also wenn wir jetzt natürlich Dumfries ziehen, wäre ich mehr als zu frieren. Oh, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der Lukaku ein Tots Pack ja mal einen Tots gekriegt hat. Gar nicht mitgekriegt. Ja, aber mal gucken, wir ziehen jetzt den ersten. Ich hoffe, wir ziehen echt wirklich nicht Smalling aus dem Pack.
gleich bei Serie A. Was sonst hätte ich Van de Beek mitnehmen können. Brasilien, schon mal gut. Paulinho. Paulinho wäre krass gewesen. Aber der hat auch nicht so schlechte Werte. Checken wir mal kurz einmal ab, was er für Werte hat. Hat aber gar nicht mal so schlechte Werte. Renato Augusto. Okay, aber in Wirklichkeit Balance ist scheiße. Okay, dann kommt der aber in den anderen Pack rein. Zumindest dann 94er. Oh, nächstes Topspack ist fertig. Einmal habe ich hier Ter Stegen. Den brauche ich ja dann jetzt nicht mehr. Wenn ich mir dann Handanovic hole. Und Handanovic fand ich auch wirklich krass. Mal gucken. Vielleicht, ich hoffe halt nicht, dass er schlechter ist. Aber eigentlich glaube ich es nicht. Hä? Ich habe hier alle... Wenn die, okay, jetzt. Hier hätte ich noch Kostic, brauche ich als Sub. Rafa habe ich auch gezogen als Sub. Sonst kann ich wirklich nichts abgeben. Checkt unbedingt Twitch ab, da werden alle Infos kommen. Ich hoffe halt nicht, dass der hier scheiße ist. Weil den habe ich mir extra dafür gemacht. Aber egal, wenn, dann gebe ich den nächste Woche ab am Best of. Ist auch nicht so schlimm. Ja, auf jeden Fall kann ich hier nichts mehr abgeben. Zeige ich jetzt noch, was ich dafür bezahlt habe. Wie gesagt, Ter Stegen habe ich halt rot abgegeben. Semedo habe ich, glaube ich, vor ein paar Wochen 5k bezahlt, aber zähle ich eigentlich auch nicht mit. Erstbesitzer, Koluka, dann auch Erstbesitzer, Casillas auch. Hier habe ich dann 800 ausgegeben. Dann sind wir bei 3,2. Renato Augusto haben wir ja gerade gezogen. 5k sind wir bei 8,2. 10k genau. Ah ne, 9k, 9,4k. Plus der hier sind wir bei 13k wieder. Ich freue mich sogar, wenn ich jetzt Torwart ziehe, Handanovic oder so. Freue ich mich wirklich sogar. Aber mal gucken. Kommt zwar nur auf 8er Chemie dann, einer in Verteidigung, aber ist egal. Wegen Dumfries, weil ich den unbedingt spielen möchte, Dumfries. Komm, let's go. Gib mir Handanovic oder Chesney. Bin ich wirklich schon zufrieden mit denen. Jawohl, Chesney, ne? Jawohl, perfekt. Dann brauche ich Keeper nicht bezahlen. Perfekt. Nice. Brauche ich Keeper nicht bezahlen. Perfekt. Einfach perfekt. Nice. Habe ich wirklich von den Spielern alle gekriegt, die ich wollte. 1,95. Perfekt. Abschlag. Ach, perfekt einfach. Brauche ich mir auch kein Torwart mehr kaufen. Let's go. Habe ich sogar ein bisschen Coins gespart. Dann brauche ich nur Geld ausgeben für Links- und Rechtsverteidiger. Nice. Falls du das Video gefallen hast, gerne einen Daumen nach oben da. Rewards haben richtig gegönnt. Meine Seite für mein Team richtig gelohnt. Macht's gut. Haut rein und... Ciao.